Die Simpsons sind damals wie heute eine riesige Marke und natürlich kamen auch viele Videospiele zu diesem Franchise raus. Auf den Game Boy sind auch so einige erschienen, jedoch die meisten eher lieblose Lizenzversoftung. Kann ausgerechnet Krusty diesem Trend etwas entgegensetzen? Immerhin ist er ja eher ein Charakter aus der zweiten Reihe. Was taugt Krustys Funhouse für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Audiogenic Limited entwickelt und von Arcline bei uns und in Japan 1994 veröffentlicht. In den USA kam es ein Jahr früher raus. Das Spiel basiert eigentlich auf dem Spiel Rat Trap, welches auf dem C64, Atari ST und Amiga erschienen ist. Hier wurde im Prinzip mit einigen Anpassungen nur die Grafiken ausgetauscht. Krustys Funhouse ist auf allen gängigen Konsolen und Computern der damaligen Zeit erschienen. Die Grundprämisse in diesem Spiel ist relativ simpel. Ihr spielt Krusty und seine Aufgabe ist es, bestimmte Umgebungen von Ratten zu befreien. Die haben sich nämlich in einem Haus eingenistet und machen dort einige Probleme. Also steuert ihr Krusty diesen Action-Puzzler durch die teilweise riesigen Räume und müsst diese Ratten zu einer Vernichtungsmaschine lotsen. Die Nager verhalten sich dabei glücklicherweise relativ eintönig und laufen eigentlich immer nur der Nase entlang. Also im Prinzip genauso wie die Lemminge in den, Lemmingen spielen. Das Grundproblem könnt ihr wahrscheinlich jetzt schon erahnen. Der Weg ist natürlich nicht immer gerade und so müsst ihr Hindernisse aus dem Weg räumen. Am einfachsten ist es, irgendwo einen Block zu finden und ihn dann irgendwo so zu platzieren, dass die Ratten ungehindert ihrer Vernichtung entgegenmarschieren können. Später wird es natürlich noch komplexer mit Rohrsystemen, Ventilatoren und so weiter. Das Kernspielprinzip bleibt jedoch immer gleich. Das klingt jetzt auch erstmal alles recht simpel. Aber die Räume werden später riesig und so müsst ihr gut erkunden und alle benötigten Materialien einsammeln. Dabei braucht ihr durchaus auch Geschick, da ihr Krusty hier auch gerne mal über zerfallene Steine, sich bewegende Plattformen und so weiter lenken müsst. Zum Einsammeln gibt es natürlich auch so einiges, wobei es hier sich eher um das Übliche handelt. Extra Leben, Punkte und Munition. Moment mal, Munition? Wozu braucht ihr die denn? Hier und da gibt es auch mal Gegner, die ihr bekämpfen müsst. Man merkt allerdings, dass hier definitiv nicht das Hauptaugenmerk darauf liegt. Das fühlt sich leider meist immer relativ steif an, aber es geschieht zum Glück auch nicht so oft. Hätte ich jetzt im Allgemeinen jetzt aber nicht gebraucht, aber hey, ist es da. Euer Gameplay-Loop besteht aus Erkunden des Levels, Planen der richtigen Reihenfolge und dann die Umsetzung. Die Steuerung geht dabei super von der Hand. Krusty steuert sich angenehm knackig und ist euch nie im Weg. Zum Festhalten eures Fortschrittes bekommt ihr für jede Oberwelt ein Passwort. Apropos, es gibt verschiedene Oberwelten mit verschiedenen Thematiken, die wieder Unterlevel haben logischerweise. Bei der Grafik war ich zu Beginn ehrlich gesagt etwas skeptisch. Können sie die 16-Bit-Vorlage wirklich gut portieren? Und was rede ich so lange um den Brei herum? Natürlich, sogar sehr gut. Ihr habt es ja bisher an dem eingeblendeten Gameplay gesehen. Sowohl grafisch als auch soundtechnisch steht das Spiel echt gut da. Alles in allem ist mal super zu erkennen, der Stil passt und die Animationen sind schön anzuschauen. Genauso sollte es doch sein, oder? Was taugt Krustys Funhouse für den Gameboy also heute noch? Das Spiel ist ein durchaus gelungener Port auf den Gameboy. Ich mag den Spielablauf und dieser bietet euch später durchaus auch härtere Kopfnüsse. Daher ist uns hier ausnahmsweise mal ein gutes Simpsons-Spiel abgeliefert worden. Klare Empfehlung von mir aus. Das war der Test zu Krustys Funhouse auf den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.